Hallo, in diesem Video werde ich euch erzählen, was zu tun ist, wenn das Telefon die Speicherkarte nicht sieht. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Fast jedes moderne Gerät und nicht nur ein Telefon verfügt über einen speziellen Anschluss, über den Sie eine Speicherkarte einlegen können. Und es gibt Situationen, in denen er beim Einsetzen einer Speicherkarte in das Telefon diese einfach nicht sieht oder möglicherweise die Meldung anzeigt, dass die Karte nicht funktioniert, das Gerät beschädigt ist, nicht unterstützt wird oder andere Probleme auftreten sind. Weiter im Video werde ich über die möglichen Ursachen eines solchen Problems sprechen und wie man es auf einem Android-Gerät behebt. Also fangen wir an. Als erstes müssen die Kontakte der Speicherkarte überprüft werden. Es gibt Fälle, in denen der Kontakt einfach abgegangen ist, die Kontakte oxidiert wurden oder sich Staub im Kartenstecker des Telefons angesammelt hat. Danach sieht das Gerät es einfach nicht mehr. Entfernen Sie es zunächst aus dem Anschluss und setzen Sie es wieder ein. Wenn es nicht hilft, reinigen Sie die Kontakte auf der Karte. Nehmen Sie einen Radiergummi und reiben Sie vorsichtig die Stifte. Wenn Sie Zugriff auf die Kontakte im Telefon haben, können Sie sie reiben. Wenn dies nicht hilft, ist der Grund möglicherweise schwerwiegender und die Kontakte im Telefon selbst wurden beschädigt oder die Speicherkarte ist ausgefallen. Um sicherzustellen, dass die Ursache des Problems liegt, versuchen Sie, eine andere Karte an das Telefon anzuschließen. Wenn die Kontakte im Telefon beschädigt sind, wird auch keine andere Karte angezeigt. Wenn die Karte selbst fehlerhaft ist, funktioniert sie auf keinem anderen Gerät. Das nächste Problem ist eine nicht unterstützte Karte. Jedes Gerät verfügt über die maximal unterstützte Speicherkapazität. Wenn in diesem Fall ein ähnlicher Fehler auftritt, unterstützt Ihr Telefon möglicherweise einfach keine Karten mit einer solchen Lautstärke. Wenn Sie auf ein Telefon oder ein Tablet stoßen, das eine Speicherkarte nicht erkennt, überprüfen Sie deren Spezifikationen und stellen Sie sicher, dass die Größe und der Typ der Speicherkarte, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten, unterstützt werden. Ein weiteres Problem könnte ein schlechter Sektor sein. Um zu überprüfen, ob dies das Problem ist, legen Sie die Karte in den Kartenleser ein. Wenn er sie gesehen hat, können Sie sich versuchen, die zu reparieren. Gehen Sie dazu zum Abschnitt Arbeitsplatz und wählen Sie dort Ihre Karte aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und geben Sie die Eigenschaften ein. Suchen Sie im folgenden Fenster die Registerkarte Service und wählen Sie die Datenträgerüberprüfung auf Fehler aus. Nach Abschluss der Überprüfung müssen Sie das USB-Laufwerk aus dem Kartenleser entfernen und in das Telefon einstecken, um zu überprüfen, ob es jetzt angezeigt wird. Wenn diese Methode die Situation nicht korrigiert, können Sie das extreme Maß verwenden und die Karte formatieren. Wer den Kartenleser dies erkennt, kopieren Sie alle wichtigen Dateien von diesem auf den Computer, da beim Formatieren alles gelöscht wird. Eine andere der häufigsten Situationen ist, wenn das Gerät die Speicherkarte nicht erkennt. Wenn Sie die Karte anschließen, wird auf dem Smartphone-Bildschirm die Meldung angezeigt, dass die SD-Karte nicht funktioniert, das Gerät beschädigt ist oder nicht unterstützt wird. Beispiele für Nachrichten, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen.
Wenn Sie auf die Nachricht klicken, bietet das Telefon die Formatierung der Karte an oder konfigurieren Sie es als tragbares Medium oder internen Speicher. Eine solche Benachrichtigung bedeutet jedoch nicht immer, dass die Karte wirklich beschädigt ist, insbesondere wenn sie funktioniert oder auf einem Computer oder Laptop verwendet wurde. In diesem Fall ist der Grund für diese Meldung ein nicht unterstütztes Android-Dateisystem, zum Beispiel NTFS oder einfach das Fehlen eines Dateisystems, was bei einigen Manipulationen mit der Speicherkarte auf dem Computer auftreten kann. Was muss man in diesem Fall tun, wenn es mehrere Lösungen für das Problem gibt? Die erste Lösung. Wenn wichtige Daten auf der Speicherkarte vorhanden sind, übertragen Sie diese auf einen Computer mit einem Kartenleser und formatieren Sie sie dann auf einen PC in FAT32 oder exFAT. Oder legen Sie es wieder in das Telefon ein und formatieren Sie es als tragbares Laufwerk oder internen Speicher, indem Sie auf die Benachrichtigung über eine nicht unterstützte oder beschädigte SD-Karte klicken. Oder gehen Sie zu Einstellungen Speicher SD-Karte, Menü Format. Und die zweite Lösung. Wenn wichtige Daten auf der Speicherkarte fehlen, klicken Sie einfach auf die Benachrichtigung, dass die SD-Karte nicht funktioniert, oder gehen Sie zu Einstellungen Speicher. Klicken Sie im Abschnitt Wechselspeicher auf SD-Karte mit der Bezeichnung beschädigt und klicken Sie auf Konfigurieren und wählen Sie die Formatierungsoption für die Speicherkarte. Wenn das Telefon oder Tablet die Speicherkarte nicht formatieren kann, versuchen Sie dies auf einem PC. Schließen Sie die Karte mit einem Kartenleser an den PC an, öffnen Sie Arbeitsplatz, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Laufwerk Format FAT32. Die gleiche Meldung über eine beschädigte Karte oder dass sie auf dem Computer nicht unterstützt wird, kann auftreten, wenn Sie als internen Speicher auf einem anderen Gerät oder auf dem aktuellen Gerät verwendet wurde, das auf die Werkeinstellungen zurückgesetzt wurde. In diesem Fall bleibt nur die Formatierung übrig. In diesem Fall gingen alle Daten verloren. Wir haben ein gutes Video auf dem Kanal, wie man Daten von der Karte wiederherstellt. Den Link lasse ich in der Beschreibung. Wenn keine der oben beschriebenen Optionen passt und Android immer noch nicht auf die Speicherkarte reagiert und diese nicht sieht, versuchen Sie Folgendes. Wenn die Speicherkarte bei Verbindung mit einem Computer nicht im Explorer angezeigt wird, sondern in der Datenträgerverwaltung angezeigt wird. Suchen Sie hier Ihr USB-Laufwerk, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einer der Abschnitte und wählen Sie den Menüpunkt Volume löschen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste drauf, wählen Sie den Menüpunkt Erstellen eines einfachen Volumes und stellen Sie eine Verbindung zum Android-Gerät her. Wenn die Formatierung über das Telefon oder auf dem Computer fehlschlägt, verwenden Sie das spezielle Dienstprogramm zur SD-Kartenformatierung auf dem Computer. Es kann möglicherweise die Speicherkarte anzeigen und formatieren, auch wenn sie im Explorer nicht sichtbar ist. Es gibt gefälschte Speicherkarten, die häufig in chinesischen Online-Shops gekauft werden und auf denen eine Speicherkapazität deklariert und auf dem Computer angezeigt wird. Die tatsächliche Menge ist jedoch geringer, dies wird mit Hilfe der Firmware implementiert.
Solche Speicherkarten funktionieren möglicherweise nicht unter Android. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht Daumen hoch und stellt eure Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.